Lieben, ihr kleinen verlausten Sträuche. So sieht man sich wieder bei einem weiteren Shisha-Talk-Video von uns beiden. Wir quatschen heute mal wieder ein bisschen Upraging. Ja, würde ich sagen. Über Themen, die aufregen, über nicht behinderte GEZ-Spasti-Wichskinder. Oh, und die Audi-BKK, da habe ich heute mein... Ja, ja, Krankenkassen. Oh ja. Gott sei Dank habe ich das heute geklärt. Ja, da werden wir gleich mal reinsteigen. GEZ ist jedem von euch ein Begriff. Die gute alte Zwangsabgabe von 17,50 Euro oder was das jetzt im Monat sind. Dafür, dass wir nie ARD und ZDF gucken. Aber Hauptsache, das Geld abdrücken dürfen. Scheißegal, ob wir einen scheiß Fernseher oder einen PC in unserer Bude haben. Hauptsache, wir haben eine Wohnung. Und scheiß Autoradio reicht ja schon. Naja, da können sie uns schon einen abrippen. Ja, und die Guten, die haben mir erstmal geschmeidig für die letzten Jahre einfach so eine 1000-Euro-Rechnung geschickt. Ne? Ich habe da einfach nicht drauf reagiert, weil es lächerlich war. Ich eigentlich fast immer ne, mit Mabossa in der WG gewohnt habe, jetzt mit meiner Freundin zusammen wohne und sie ist angemeldet, vorher war Marvin angemeldet, hat bezahlt für uns beide, jetzt zahlt sie. Dementsprechend gibt es da keine, für mich keine Begründung, das doppelt zu zahlen. Für die aber schon, ne, weil ne, man muss ja versuchen, so viel Knete wie möglich noch einzucashen, wo jetzt immer mehr Leute auch daran merken, dass das halt übelst nicht rechtens ist, die Scheiße. Die hier dafür an dieser Stelle mal an die GEZ. Oh, fucking hier. Grüße gehen raus und ihr wisst Bescheid, ihr kleinen Ficker. Auf jeden Fall, ja, kam es dann soweit, ne, Brief bekommen, nicht darauf geantwortet. Irgendwann habe ich dann Nerven gehabt und geschrieben, Leute, ne, ich war in der WG mit Mr. Mabossa. Da haben sie sich das angeguckt und so, ja, nee, du musst trotzdem 500 Tacken zahlen. Ich so, ja, sehe ich nicht ein. Ne? Und dementsprechend kam dann von der Stadt eine Vollstreckung. Ne, kam eine Dame rein, wollte das Geld verstrecken, die hat natürlich auch keinen Schimmer von gar nichts. Die so. Kam hierher die, oder ja, was? Ja, die kam dann hierher. Alter. Und dann habe ich ihr das erklärt, die meinte, ja okay, dann ne, versucht das zu klären und so. Habe ich dann nochmal angerufen bei der GZ, ja, dann hat die nur gedacht, so ja, kannst du ja mal beim Einwohnermeldeamt, ne, weil es geht darum, dass ich mich zu spät umgemeldet habe. Und die, den scheißegal ist, ob du einen Mietvertrag hast und zeigen kannst, dass du da woanders gewohnt hast, bezahlt hast. Die würden dich auch 100 Jahre lang zahlen für eine Wohnung, in der du angemeldet bist, egal ob da schon jemand anderes drin wohnt und auch zahlt. Ne, oh, also, das ist denen vollkommen egal. Hauptsache, dass die wollen Geld von dir haben. Das ist denen vollkommen egal, ob da noch zwei andere Leute drin wohnen und einer von denen schon zahlt. Ne, die würden, wenn du keine Ahnung hast, würden sie auch von dir ein drittes Mal noch Geld kassieren. Richtige kleine Wichser. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, ich melde mich dann, ich versuche mich nochmal beim Einwohnermeldeamt irgendwie rückwirkend das so zu klären, dass sie die richtigen Daten eintragen, ne, weil ich mich damals halt einen Scheißdreck dafür interessiert habe, weil wer denkt schon dran, dass irgendwann mal 4, 5 Jahre später sowas dabei rauskommt, dass du dich zu spät ummeldest. Ja, die dachte wohl von der GZ, dass sowas unmöglich ist und hat dann so, ja, versuchen sie das doch mal, ne? Pff, so nach dem Motto, klappt eh nicht. Ich dann aber hingegangen mit meinem wirklich betörenden Charme, den ich halt nun mal habe. Oh ja. Hab den lieben Damen von dem Bürger am Poppy Park in Hannover, Grüße gehen raus, ihr seid super, habe ich den Fall dann erklärt und denen die Daten gezeigt und ja, nach ein bisschen hin und her und nochmal ein paar Unterlagen, die ich vom Vermieter, von der alten Vermietungsfirma, damals von Mabossa und mir, direkt besorgen konnte am selben Tag noch, haben die das, müsst ihr euch mal reinziehen, haben die original, haben die mich rückwirkend, haben die letzten 7 Jahre einfach alle Daten so geändert, wie ich das dann halt denen gesagt habe, wie das halt auch gestimmt hat, ne? Mega korrekt, hätte ich nie gedacht, hat auch nie jemand anders gedacht, dass das klappen würde. Das ist wirklich geil. Also echt eine geile Sache. Habe ich dann hingeschickt, das werden wir noch sehen, liebe Freunde. Da werden wir noch sehen, was jetzt dabei rauskommt. Ich habe denen das halt alles geschickt, gesagt, Leute, ich will, dass ihr das einstellt. Ne? Das sehe ich nicht ein. Jetzt habe ich die Daten so korrigiert, wie sie sind. Ich habe in dieser Wohnung gewohnt, da wurde bezahlt, ich zahle nicht doppelt, Punkt. Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Von diesen 500 Euro, wie gesagt, wenn es nach mir geht und es wird nach mir gehen, werden die auf jeden Fall mehr als den hier nicht bekommen. Und ja, weil es halt immer miese kleine Arschficker sind. Was bei mir auch, ich wohne ja mit dem guten Chris zusammen, den kennen wir ja auch aus diversen Videos, war ja auch mit dem Superfly. Und ich habe ja schon mal mit dem zusammen gewohnt und er hat immer GEZ gezahlt, kein Ding. Und die haben mir aber immer Briefe geschickt, dass ich die zahlen soll. Ich wusste aber, dadurch, dass er die zahlt, dass ich die nicht zahlen muss und habe halt einfach urlange gewartet, bis dieser bürokratische Aufwand für die so groß war. Habe dann angerufen und gesagt, jo, übrigens mein Mitbewohner, der zahlt. Und damit war alles vom Tisch. Aber ich liebe es halt einfach, dass sie diesen riesen Aufwand haben, das Verwalten und so. Und so ist das gerade mit der Audi BKK. Ich bin letztes Jahr im September die Krankenkasse gewechselt, habe privat versichert seitdem und habe dann bei der Audi BKK angerufen. Da war ich vorher halt gesetzlich versichert, habe gesagt, ja, ey Jungs, ich ne, bin raus und so, bla, die kein Ding, schicken sie uns das zu, dass sie sich jetzt halt woanders versichert haben. Ich habe denen das auch geschickt. Dann kam erstmal nichts. Dann kam der erste Brief, dass ich denen bitte sagen soll, wie viel ich im Jahr beziehungsweise im Monat oder im Jahr verdiene, damit die mich schätzen können, wie viel ich zahlen muss. Ich habe da angerufen, ich habe gesagt, nein, ich habe euch doch gesagt, ich bin woanders versichert. Und jetzt kommen immer die Briefe mit Rechnungen. Jetzt habe ich zur letzten Rechnung bekommen über 6.000 Euro, dass ich halt 6.000 Euro zahlen soll für die Krankenkasse. Und ich mir denke,
Nein, aber das Geile ist, ich schicke denen halt immer wieder Mails oben zu einer Mailadresse und ich habe das zwar schon einmal per Fax hingeschickt, es juckt die einfach nicht. Ich kriege immer wieder die Briefe, dass ich denen halt bitte Geld überweisen soll und ich warte so, bis sie über 100.000 Euro sind, ja? Bis ich meinen Ferrari theoretisch bezahlen muss. Dann werde ich einfach wahrscheinlich mal hinfahren mit ihm und dann haut er halt mal auf den Tisch und sagt, yo. Also, es ist einfach zu geil, aber ich liebe diesen, weil ich genau weiß, dass ich sie picken werde, wenn irgendwann einer mal rafft, oh, der ist ja wirklich gar nicht mehr bei uns versichert, der hat ja eine Folgeversicherung. Und vor allem hat er sich schon 10-mal gemeldet und ist uns mit. 10-mal gemeldet und dann da irgendeiner sitzt und sagt, scheiße, ey, das war ganz schön Money Waste gewesen die letzten Monate, wo wir dem immer wieder Briefe geschickt haben. Da habe ich einfach Bock drauf, ey. Das ist aber schade, sag ich da mal. Die ganzen Briefe und das Porto, Mensch, das muss in der Seele wehtun. Ja, es ist einfach nur zum Ausrasten, wenn es ist einfach nur geil, miese, ja, kleine Anos-Firmen, Alter, denken, dass wir irgendwie alle auf den Kopf gefallen sind und keine Ahnung, Alter, Geld und beim Kacken Geld mit rauskommt, Alter, und wir uns das irgendwie noch aus dem Arschloch raustupfen können. So, ach ja, noch ein 100er, wuhu. Und dann hingehen und sagen so, ja klar, nimm all mein Geld, hier, ich hab noch in den Taschen, willst du noch mein iPhone haben? Wie ein Scheißdreck, die kleinen Ficker, Alter. Ich denke, jeder hat sowas schon mal erlebt. Also in irgendeinem Scheiß, dass er irgendwo versucht wurde abzuziehen oder ja, abzuziehen nicht direkt, aber die denken halt, sie können sich über einen hinwegsetzen, so habe ich manchmal das Gefühl, ne? Ja, gerade, das sind ja GZ und Krankenkassen sind ja wirklich dafür prädestiniert, ne? Weil die nutzen, die wollen dann ja das volle Potenzial ausschöpfen, ne? Also das heißt, ich muss alles dafür geben, jetzt, um das rauszufinden, dass das nicht stimmt oder dass ich es nachweisen kann, dass das so und so war. Weil die haben das von der GZ weitergegeben an die Stadt, an die Vollstreckung und der Alten ist das vollkommen scheiße. Auch vollkommen halt scheißegal. Hebel, das die kann ist scheiße. Im Grunde, ja, die kann im Grunde natürlich auch nichts dafür, so, ne? Aber wenn es dann soweit kommt, musst du halt wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, obwohl du es denen schon mehrfach gesagt hast und nachweisen konntest, dass das nicht so ist, mit Mietvertrag etc. pp. Das juckt die einfach nicht. Das juckt die nicht. So. Die wollen trotzdem ihr Geld haben und schreiben immer wieder Briefe oder kommen die wieder mit anderen Instanzen. Aber wie gesagt, man muss sich nur zu helfen wissen, ja, ne? Immer alles aufheben, alles wegheften. So, lasst euch auf jeden Fall von niemandem verarschen, Alter. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr selber mal von irgendwem so ekelhaft penetriert worden seid. Und lasst es uns wissen. Ja. Wir sind jetzt euch aufregt, denn uns regt es auf jeden Fall richtig auf. Ja. Fickt noch eins. Ich habe meinen Spaß mittlerweile. Aber ja, wenn natürlich die Fußgänger, dass die bei euch hier schon war, wenn natürlich die Vollstreckungsbeamtin hier steht, Alter, und im Endeffekt schon deinen Flatscreen in der Hand hat und dein MacBook unter dem Arm, ich glaube, dann findest du es nicht mehr so geil. Ja. Ja, Gott sei Dank gibt es immer Mittel und Wege, ne? Also wenn dir rein, sagen wir mal, rechtlich nichts wirklich gehört, dann können sie dir auch nichts wegnehmen, ne? Das ist natürlich gut. Das mal am Rande. Ja. Ich würde sagen. Das wäre so das Ding. Wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen runterzukommen, rauchen noch ein bisschen Shisha und kommen wieder runter auf unser normales Aggressivitätslevel. Und ja, ihr genießt hoffentlich diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr kleinen Strolche. Gönnt euch auch das Video, was ihr jetzt hier gleich angezeigt bekommt. Genau, irgendwie so da oder hier oder vielleicht, hier. Genau. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Shisha Talks. Ne? Und bis dahin reingehauen.